Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz über standortspezifische Beschulungsformen in Pandemiezustand, Drucksache 5272 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Es sind 7,5 Minuten vereinbart. Ich gebe das Wort als Erstem Herrn Scholz für die antragstellende Fraktion. Sie haben das Wort. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nun ist es fast exakt ein Jahr her, dass am 16. März 2020 das hessische Kultusministerium völlig unvorbereitet und ohne Notfallplan den Schulbetrieb aussetzte und damit unsere Schüler und deren Eltern sprichwörtlich in das kalte Wasser warf. An dieser Stelle ist es geboten, daran zu erinnern, dass sowohl der Bundes- als auch der hessischen Landesregierung bereits seit 2013 das 2020 real gewordene RKI-Szenario eines Erregerausbruches mit der Bezeichnung SARS-Modi bekannt waren. Herr Professor Lorz, wenn bereits 2013 bekannt war, welche Gefahren beim Ausbruch einer Pandemie auf unser Bildungssystem zukommen könnte, warum haben Sie dann, anstatt der Pandemie hinterherzulaufen, keine präventiven Maßnahmen ergriffen? Ihr bisheriges Handlungsmuster reagieren statt agieren, Herr Kultusminister, Herr der Lage sein, sieht etwas anders aus. Durch eine vorausschauende Bildungspolitik wären unsere Schulen heute mit einer ausreichenden Anzahl qualifizierter Lehrkräfte ausgestattet. Sie verfügten ferner über Pläne und Konzepte, um auch unter Pandemiebedingungen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen und besäßen eine ausgeprägte digitale Infrastruktur. Ihre Räumlichkeiten würden die Beschulung kleiner Lerngruppen unter Wahrung des Abstandsgebotes ermöglichen und wären mit Videosystemen sowie Lüftungsanlagen ausgestattet. Kurzum, unsere Bildungsstätten wären in einem Zustand, welcher erfolgreiches Lehren und Lernen auch unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes in Präsenz und ohne Maskenzwang erlaubte. All das haben Sie versäumt. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, die vergangenen 7 Jahre zur Anpassung des Schulgesetzes sowie zugehöriger Verordnungen an einen vorhersehbaren Ausnahmezustand zu nutzen. Das Kultusministerium und nicht etwa die Opposition hätte mit einem Landesgesetz zur Beschulung im Pandemiezustand aufwarten müssen, um den Schulen Planungssicherheit zu verleihen. Wir von der AfD haben uns dieser Thematik praktisch seit Beginn der Pandemie verschrieben. Jedoch 3 diesbezüglich gestellte Anträge, der erste datiert auf den 9. April 2020, wurden dem Automatismus des hiesigen Parteienkartells folgend abgelehnt. Der nunmehr von uns vorgelegten Gesetzentwurf 2052-72 über standortspezifische Beschulungsformen im Pandemiezustand spannt einen rechtlichen Rahmen um die Beschulungsform an einer Schule, z.B. mittels Präsenzunterricht oder digital gestützten Fernunterricht oder auch beratendem Heimunterricht unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale dieser Schule und ihres näheren als auch weiteren Umfeldes an die Dynamik des Pandemiezustandes anzupassen. Hierdurch wird ausgeschlossen, dass das Infektionsgeschehen in einem Alten- oder Pflegeheim außerhalb des Einzugsbereiches der Schule deren Beschulungsform mitbestimmt oder gar Einfluss auf alle Schulen in demselben Landkreis oder völlig abwegig in ganz Hessen hat. Im Vergleich hierzu ist das für alle hessischen Schulen verordnete starre, zugleich wieder nur halbherzig konzipierte Öffnungsszenario der Landesregierung ab dem 22. März ein neuerlicher Beleg für deren Unfähigkeit zu sachlich nachvollziehbaren Maßnahmen. Unser Gesetzentwurf dient dem Zweck, ein allgemeines, einheitliches, strukturiertes und transparentes Verfahren zur Bestimmung der Beschulungsform im Zustand der Pandemie zu etablieren. Einschlägige Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz konstituieren eine rechtliche Grundlage zur landesgesetzlichen Regulierung der erforderlichen schulorganisatorischen Maßnahmen. Aus pädagogischen Gründen stellt hierbei der Präsenzunterricht die zu präferierende Beschulungsart dar.
Die rechtliche Regulierung per Parlamentsgesetz ist besonders geeignet, Vertrauen in die Verlässlichkeit staatlichen Handelns bei unseren Bürgern zurückzugewinnen. Das im Gesetzentwurf gerahmte Verfahren ist, wie gesagt, transparent und kann daher in nur 5 Schritten skizziert werden. Erstens. Wir unterscheiden 2 Ebenen. Eine untere, auf der sich die hessischen Schulen mit ihren Einzugsgebieten sowie die zuständigen lokalen Behörden, also Schul- und Gesundheitsamt, befinden, und eine obere Ebene mit den zuständigen Landesministerien. Zweitens. Auf beiden Ebenen werden in wohlbestimmter Weise Daten erhoben und anschließend zusammengeführt. Auf der unteren Ebene werden die Ausprägungen von Merkmalen der Schule gemessen, auf der oberen Ebene den dortigen pandemischen Zustand berücksichtigende Daten bestimmt. Vorweg, das Ergebnis der Datenzusammenführung sind nichts anderes als 3 nicht negative Zahlen, welche jeweils die Anteile der Unterrichtseinheiten einer Schule angeben, die diese in Form von Präsenzunterricht, digital gestütztem Fernunterricht und beratendem Heimunterricht ihren Schülern erteilt. Drittens. Die einzelne Schule wird durch ihre individuellen internen und externen Merkmale berücksichtigt. Deren Ausprägung, ihre jeweilige Eignung für die 3 genannten Beschulungsarten mitbestimmen. Viertens. Das lokale bzw. landesweite Infektionsgeschehen werden auf der unteren bzw. oberen Ebene ebenfalls berücksichtigt. Hierzu wird das Kultusministerium ermächtigt, auf Basis des Pandemiezustandes auf Landesebene jeweils einen Rahmen für die 3 Beschulungsarten für jede Schulart wissenschaftlich begründet festzulegen. Die alleinige Orientierung an die Inzidenzrate bezogen auf 7 Tage und 100.000 Einwohner ist hierdurch bereits ausgeschlossen. Fünftens. Die an den einzelnen Schulen und ihren Einzugsgebieten erhobenen Daten werden durch ein wohldefiniertes Zuordnungsverfahren in jenen Rahmen eingepasst. Das heißt, in die Festlegung der Beschulungsform der einzelnen Schule fließen deren interne und externe Merkmale sowie die aktuellen pandemischen Lagen in ihrem Einzugsgebiet sowie auf Landesebene ein. Das ist bereits alles. Wir sind davon überzeugt, mit diesem Verfahren den Gesundheitsschutz sowie die Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages für alle schulischen Akteure in jeder Phase der sich dynamisch entwickelnden Pandemie in optimaler Weise sicherzustellen. Die erforderliche Flexibilität des Verfahrens liefert dessen Option, signifikante Veränderungen auf der Schul- bzw. Landesebene durch geeignete Anpassung der Beschulungsanteile auffangen zu können. Die Heraushebung des Präsenzunterrichts wird dadurch ermöglicht, dass die mit der Datenanpassung stets verbundenen Spielräume von der Schule dementsprechend ausgeschöpft werden können. Sehr geehrte Vertreter der Landesregierung, unser Gesetzentwurf ist ein erster Schritt. Es obliegt nunmehr Ihnen, das von uns gerahmte Verfahren inhaltlich zu präzisieren, formal abzurunden und umgehend zum Einsatz zu bringen. Herzlichen Dank. Danke sehr, Herr Scholz. Sie haben das Wort Parteienkartell benutzt. Ich rüge das jetzt mal nicht, aber es ist auch nicht parlamentarischer Sprachgebrauch. Wir lassen es hier mal darauf beruhen. Als nächstes hat sich der fraktionslose Abgeordnete Kahn zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach einem im KPA vorgelegten dringlichen Antrag der Antragsteller zu Beschulungsformen durfte ich bereits Einschätzungen abgeben. Offenbar nahmen die Antragsteller auch andere Reaktionen nicht wahr. Vernünftigerweise hätte man von einer Verschlimmbesserung Abstand nehmen müssen.
Auch der zweite Anlauf entspricht. Adorno lässt grüßen dem Jargon der Eigentlichkeit. So gibt der nächste Geistesblitz wieder nur vor, etwas Höheres zu sagen, als er tatsächlich bedeutet. Eine Reihe unverständlicher, dazu schwer zu lesender Passagen machen den Entwurf keineswegs wissenschaftlich, von ihrer Substanz einmal abgesehen. Aus einem Labyrinth von, ich zitiere wörtlich, einer Schule S zu einer bestimmten Schulart A, eine umzusetzende Beschulungsform B und eines pandemischen Zustandes P wird nicht einmal der Antragsteller schlau. Mit Verlaub, es entspricht jenem gedanklichen Dickicht, als einer der Antragsteller kürzlich den Kultusminister fragte, ob er denn einen Plan B im Zustand P hätte. Lustig ist dieser Nachschlag wirklich nicht. Er bezieht sich argumentativ bereits im dritten Absatz ausgerechnet auf den im KPA abgelehnten Antrag. Inhaltlich und sprachlich also nichts Neues. Im Prinzip Hoffnung spricht Ernst Bloch davon, man könne das häusliche Setzei bis zur Unkenntlichkeit garnieren. So verhält es sich bei diesen einzelnen Sätzen, die oft 6 Zeilen lang sind. Das lässt einen schwermütig werden. Man muss sich regelrecht durchkämpfen und versteht letztlich nichts. Zu erkennen ist Besserwisserei, als wären seit Beginn der Pandemie weder Umsetzung des Bildungsauftrages durch das Kultusministerium noch durch Schulämter oder durch Schulleitungen oder Lehrkräfte erfolgt. Auch kühn zu behaupten, der vorliegende Entwurf würde zu mehr Transparenz beitragen. Wenn wie dort zu lesen ist, 1.800 unterschiedliche pandemiebedingte unterschiedliche Reganzern, dann ist Chaos vorprogrammiert. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Abschließend. Hier liegt ein Entwurf vor, der seine Forderungen nach mehr Transparenz schlichtweg durch eigene Formulierungen konterkariert. Vielen Dank. Danke sehr, Herr Kahnt. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt vor. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf der AfD zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den KPA.